Hi Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Metroid Prime. Wir sind in der letzten Folge auf Talon 4 gelandet. Wahrscheinlich unserem Hauptplaneten, auf dem wir uns im Spiel befinden werden. Zumindest hat das im Tutorial alles darauf hingewiesen, weil da nur Spezies vorgestellt wurden, die auf Talon 4 leben. Und ach du Kacke, wenn ich die Map sehe, haben wir jetzt 5 Ausgänge. Okay. Dann schauen wir mal! Interessant, weiter Sprung. Bin ich hier überhaupt richtig? Da geht's auf jeden Fall weiter. Aua. Okay, im Gras ist man sehr langsam. Gut zu wissen. Sind wir hier richtig? Einschlagskrater. Okay, scheint ein Gebiet zu sein. Und es wurde nicht mit irgendeinem übermäßig starken Gegner signalisiert, dass wir hier noch nicht hingehen sollen. Ein neuer Eintrag wurde wo? Das ist immer so schnell weg. Wahrscheinlich hier. Piraten, Artefaktstätte. Oh mein Gott, wir haben schon viel vergessen. Verschlüsselte Daten der Weltraumpiraten dekodiert. Die vorliegenden Berichte der Erkundungsteams beschreiben eine betagte Konstruktion, die von einer fremden Zivilisation auf Talon 4 errichtet wurden. Untersuchungen ergaben, dass diese Konstruktion ein Kraftfeld aufbaut. Dieses Feld verhindert den Zugang zu einer außergewöhnlich starken Energiequelle, die sich im Innern eines Kraters befindet. Das wissenschaftliche Team geht davon aus, dass dieses Kraftfeld Energie aus mehreren fremdartigen Shoso-Artefakten bezieht. Es gelang uns, mehrere dieser Relikte habhaft zu werden, welche gegenwärtig auf das gründlichste studiert werden, da das Kraftfeld unser Vorhaben bezüglich einer Energiegewinnung auf Talon 4 behindert könnte. Müssen wir es möglichst schnell zum Zusammenbruch bringen. Sollte dazu die Vernichtung der Shoso-Artefakte notwendig sein, so werden wir diese vornehmen. Heißt das, dass hier ist quasi eine Art Endlevel, wo wir vorher ein paar Shoso-Artefakte finden müssen und vernichten? Diese Tür kann nicht mit dieser Waffe nicht geöffnet werden. Alles klar, wir sollen hier noch nicht hin. Shoso-Artefakte vernichten. Okay. Die Tür hätten wir dann also schon mal abgegrast. Gehen wir dann mal durch die da. Die ist auch wesentlich leichter vom Start aus zu erreichen. Seid ihr übermäßig starke Gegner? Nein. Also aktuell noch kein Zeichen, dass wir hier nicht weiterkommen. War das richtig? Vielleicht? Oh Gott, die Metroid-Musik. Ich kenne sie halt echt nur aus Smash Bros. Aber trotzdem habe ich jetzt schon so einen Nostalgie-Faktor hier. Weil ich sie halt aus Metroid 64... Also für, aus Metroid, aus Smash Bros. 64. Und Melee halt hauptsächlich kenne. Das ist schon ziemlich geil ist. Es gibt so viele Wege in diesem Spiel, gleich von Beginn an. Ich bin ein bisschen verwirrt, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ich nehme immer die kompliziertesten. Wahrscheinlich sind das die, die man noch nicht gehen soll. Ach, wir haben ja noch gar keinen aufgeladenen Schuss. Aber vernichten konnte man, indem man da drauf schießt. Okay. Wir können mit dieser Waffe nicht geöffnet werden. Okay. Das heißt, auch hier sind wir falsch. Oh, die Gegner respawnen also, wenn man das Level kurz verlässt. Und die Explosionsdinger auch. Aha, die Tür kann geöffnet werden. Oh mein Gott, wir haben eine Tür gefunden, die geöffnet werden kann. Zuzug zur westlichen Shoso-Ruinen genehmigt. Okay, wir müssen tatsächlich diese Shoso-Artefakte finden. Gehen wir davon aus, dass es nördliche, südliche, östliche und westliche gibt. Und wenn man alle vier hat, dann kommt man in das Riesenteil, weil es gab ja 5 Eingänge am Eingang. Also 5 Eingänge am Startpunkt. Dementsprechend wahrscheinlich 4 Level.
plus ein Endboss-Level. Dann könnten wir in einem den Charge spielen, wenn an den Grapple Bean. Den anderen den Morph-Ball. Und den anderen diese Missiles bekommen. Seismische Erschütterung innerhalb der Ruinenstätte. Ich glaube nicht, dass das was Positives ist. Okay, ist das so dungeon-mäßig aufgebaut? Ruinen der Shoso. Shoso sind doch, meine ich, kenne ich aus den Trophäen bei Smash Bros. Sind das nicht diese komischen Viecher, die so eingerollt da standen und so eine Kugel hatten? Also ich habe so ein Bild vor Augen, wie die aussehen. Shoso als Trophäe bei Smash Bros. Das ist das Coole an Smash Bros. Man kennt die Spiele nicht und man kennt trotzdem Dinge aus diesen Genres. Also Smash Bros. Hat echt der perfekte Fanservice. Da ist wieder so eine Tür. Die sehen alle so aus. Achso, ich muss jetzt mal eins dafür drücken. Da vorne. Schwache seismische Aktivitäten, habe ich das gerade richtig gelesen? Wahrscheinlich heißt das schwach. Du kannst da aktuell schon hin. Da können wir durch. Da oben wäre ein weiterer Eingang, da können wir wahrscheinlich... Oh, da liegt was. Sieht aber eher wie ein Ausgang aus. Ja. Atmosphärische Musik, sehr ruhig. Aber eben, wie gesagt, sehr atmosphärisch. Da geht's auch durch. Ich habe das Gefühl, dass wir von da aus zu diesem komischen Ding da oben kommen könnten. Ach du Kacke. Okay, hier braucht man auf jeden Fall den Morph-Ball für. Den haben wir noch nicht. Das heißt, doch erstmal hier unten rein. Vielleicht kriegen wir da ja auch den Morph-Ball. Euch kann ich zwar nicht vernichten, aber auf euch kann ich einmal schießen, damit ihr aufhört, euren Laserstrahl zu machen. Zumindest kurzzeitig. Was ist das? Ich denke jedes Mal, es kommt noch einer, aber das ist nur das Geräusch, was das Viech macht, wenn es stirbt. Neuer Eintrag, Bereich Shoso vorgenommen. Okay, warte, die kann ich auch scannen. Auch ein neuer Eintrag in die Datenbank. Moment, was kann ich denn hier einstellen? Sehe ich jetzt, dass man mit Plus auch so Sachen einstellen kann? Nein, ich will da in das Menü, so Datenbank. Shoso und Technologie. Technologie haben wir Energiekapsel 10. Kleine Energiekapsel, nur 10 Einheiten der Gesamtenergie und Shoso im Einklang. Viele lange Jahre sind vergangen, seit wir Shoso dieses Land betraten und bevölkerten. Der Verlauf der Zeit selbst übt seit jeher eine große Faszination auf uns aus. Es entspricht den tiefsten Überzeugungen vieler Weisen der Shoso, dass die Wahrheiten dieses Universums im wirbelnden Fluss der Zeiten verborgen liegen. Unser Bestreben, dort Antworten zu finden, führt uns jedoch an andere unerwartete Bereiche zur Erleuchtung. Wir können nicht bestimmen, wie wir in Besitz dieser Fähigkeiten gelangten, die viele von uns Shoso seit kurzem Dinge vernehmen lassen, welche jenseits der gewöhnlichen Wahrnehmung liegen. Fremdscheinende Bildnisse und unerklärliche Sinneseindrücke überfluten unsere Geister und hinterlassen seltsame Visionen. Wir verstehen diese erstarkenden Fähigkeiten als eine Frucht der zunehmenden Harmonie mit dem Unendlichen, die unser tiefstes Bestreben darstellt. Vielleicht ist nun die Zeit gekommen, da uns die Geheimnisse des Universums offenbart werden. Also eine sehr weise Rasse. Oder eine Rasse, die sehr weise geworden ist. Oder denkt, dass sie sehr weise geworden ist. Oh, das sind diese Wespen. Kommen die aus diesen Nestern? Muss ich die Nester dafür vernichten? Ich habe ja keinen aufgeladenen Schuss. Scheiße. Scheinbar keine Nester, sondern welche Pilze oder so.
Wespen kommen für mich quasi immer aus Nestern. Okay, wir haben einen Speicherpunkt gefunden, immerhin. Das Problem ist, es ist für mich der einzige Weg gewesen, den wir noch hatten. Und wenn es hier nicht weitergeht, dann habe ich ein Problem. Doch, hier gibt es noch einen zweiten Weg. Ach, von da sind wir gekommen. Das heißt, hier geht es noch... Okay, den habe ich irgendwie komplett übersehen gerade. Okay, dann würde ich zufällig den Speicherpunkt hier gefunden. Ich mag euch nicht. Also am besten da nicht runter. Okay, was bist du gewesen? Du explodierst scheinbar. Bist du so ein explodierendes Wespending? Eine Kiste, da war Energie drin. Oh, Achtung. Das ist anscheinend irgendwie so ein Giftwasser. Komm mir nicht zu nah. Oh, das sieht fast so aus wie irgendein Altar, wo man irgendeine Fähigkeit bekommt. Also wenn man irgendwo eine Fähigkeit bekommt, dann wahrscheinlich hier. Ist das nicht so eine Art Schoso-Ruine? Was bist du? Oh oh. Der Ausgang ist versperrt. Endboss-Fight? Na, scheinbar nicht wirklich ein Endboss. Okay. Na, es ist so eine Art Zwischenboss, würde ich das mal nennen. Könnt ihr das mal lassen? Okay. So. Videospielprinzip, also dreimal höchstwahrscheinlich. Hat ja auch... Ne, hat vier Eingänge, ne? Okay. Ich hab was erwischt. Ich höre euch, aber ich sehe euch nicht da. Scheiße! Ja, einer noch. Und drauf da! Schwarmmechanoid besiegt. Sehen, kriegen wir die Waffe, mit der wir so eine Art von Türen jetzt öffnen können? Dann stehen jetzt ja voll viele Wege auf. Raketenwerfer erhalten. Oh, sind das die Missiles gewesen? Bitte Steuerkreuz nach unten drücken, um ein Missile abzufeuern. Um zu Beamwaffen zurückzuwechseln, bitte A drücken. Missiles können zum Zerstören mancher Türpanzerung verwendet werden. Zusätzliche Dateneintrag im Inventar, bitte 2 drücken, um das Inventar aufzurufen. Okay. Energietank erhalten. Maximale Energie um 100 Einheiten erhöht. Können wir jetzt 199 statt 99 tragen? Das ist ein ganz schöner Power-Up.
Hier brauchen wir aber den Morphball, um weiterzukommen. Okay. Kann man auf der Map irgendwas markieren? Um zu sagen, hier muss ich hin. Ach du Kacke. Herzlichen Glückwunsch. Ich kann also nicht die Map irgendwie, der Map irgendwie sagen. Hier möchte ich gerne Markierungen haben, dass ich hier mit Morphball wiederkomme oder so. Das ist schade. Tatsächlich, sobald man einen Raum verlässt, ist der Raum wieder so wie beim ersten Betreten. Also alle Gegner respawnen. Und alle Objekte, die man so zerstören konnte, wie diese explodierenden Dinger an den Wänden und so, sind auch alle wieder da. Aber 100 Einheiten, die haben quasi unser Leben gerade mehr als verdoppelt. Das ist schon ganz schön krass. Hier war auch Morphball, da war hier Missile. Wisst ihr, wenn ich jetzt Markierungen auf der Map machen könnte, dann wüsste ich's. Ach, hier war der Speicher. Moment, das war der normale Weg. Was war denn der andere Gang da eben? Da nicht zwei Ausgänge? Das ist tatsächlich Missile. Ist das quasi Map-Funktion? Die Kartendaten dieses Bereichs wurden übertragen. Die drücken von 1, lässt sich die Karte aufrufen, bitte erneut 1 drücken, um zum Spiel zurückzukehren. Tatsächlich haben wir jetzt Karten. Also eine Karte dieses Bereichs haben wir bekommen. Zoom, Minus, das ist wichtig, so. Und das ist nicht die komplette Map, oder? Nee, das wäre ein bisschen doof, da vorne ist unser Raumschiff. Wir haben also bislang ungefähr ein Viertel von dem Bereich hier erkundet. Ich denke mal, es wird kein 100% Run, weil ich es halt wirklich blind spiele und mich halt überhaupt nicht über das Spiel informiert habe, mit Absicht, damit ich eben... Aha, das sah sehr zerstörbar aus. Missile-Container erhalten. Maximum der mitführenden Missiles erhöht sich um 5 Stück. Oh, wir haben gerade unsere Anzahl der mitführenden Raketen verdoppelt. Okay, das war eine Achtung. Ich glaube, das wäre ein Pfeil, der uns nach links zeigt. Die Wand sah so zerstörbar aus, deswegen habe ich da drauf geschossen. Okay, wir sollten also wirklich in den Räumen auch so ein bisschen auf Secrets achten. Denn wir können unser Leben erhöhen und unsere Missiles erhöhen, die wir mitführen können. So ein bisschen Herzcontainer und Bombentaschen von Zelda würde ich mal vergleichen. Die Gegner in den Räumen zu vernichten, ist also eigentlich meistens sinnlos. Weil die eh alle wieder da sind, wenn man einmal rausgeht. Also wir haben leider kein... Oh. Okay, habe ich schon wieder ganz vergessen. Ups. Naja. Hier war ja auch nur Morphball zum Weiterkommen, ne? Missile. Ich brauche Missile. Ah, wir haben schon 10 von 10 durch die Erweiterung, die wir gefunden haben. Okay, sah zwar auch zerstörbar aus, aber scheinbar nicht. Aber die Tür da war doch auch Missile-mäßig, oder? Gehen wir da mal weiter. Morphball. Ist das da der Morphball? Kriegen wir da den Morphball?
Das ganze Ding hier sieht nämlich aus, als wenn das ein Morphball-Rätsel wäre. Und das sieht aus, als wenn das die Morphball-Fähigkeit ist. Okay, viele von euch, sehr, sehr viele von euch. Aber weil ihr alle ziemlich dumm seid, geht das ganz klar. Okay, also um an die Missile zu kommen, mussten wir einen Endbosskampf gegen die Wespen machen quasi. Um an den Morphball zu kommen, müssen wir einen Kampf gegen diese Viecher hier machen. Wahrscheinlich wird sich das so weiterführen. Mit dem Grapple Beam und dem Power Beam. Okay. Ich sehe, deine Schwäche ist vermutlich hinten. Ich glaube, so wird das nichts. Muss ich quasi kommen lassen? Ja. Okay, wenn ich anvisiere, dann kann ich direkt drauf schießen. Okay. Dann nochmal. Tanz für mich. Links, rechts und links und go! Links oder rechts, links und go! Und nochmal! Rechts, links und go! Morphball! Gepanzerter Grabkäfer besiegt. Rauskommen wir tatsächlich auch nur mit dem Morphball. Also wir bekommen ihn. Warum die Schoßes auch aus irgendeinem Grund immer genau die Fähigkeiten hier gelagert haben, die wir besitzen. Oder besaßen vorher. Morphball erhalten. Okay. Du brauchst mir nicht erklären, wie der funktioniert, weil das wurde uns am Anfang schon erklärt. Aber wir haben die Bomben noch nicht. Deswegen geht das wahrscheinlich nicht auf. Also die Morphball-Bomben sind auch noch etwas, das wir erst noch freischalten müssen. Interessant. Okay, ihr wurdet diesmal gespeichert, dass ihr besiegt wurdet. Ist ungewöhnlich. Wahrscheinlich gab es dazwischen keine Ladezone oder irgendwie sowas. Ich glaube, ihr seid wieder gespeichert gewesen, dass ihr wieder da seid. So, gehen wir erstmal zu dem Bereich da hinten, wo wir einen Morphball brauchten. Noch kann ich mir das ganz gut merken, wo wir welche Fähigkeiten gebraucht haben. Und im späteren Spielverlauf wird das etwas schwieriger. Zu hoch. Na, gehst du wohl... Ja, lass mich... Hier durch? Ich glaube, das war hier durch. Ja, das andere war, glaube ich, nur der Speicherpunkt. Ich jedes Mal wieder zum Speicherpunkt gehen. Das ist so ein innerer Konflikt mit mir selbst, dass ich zum Speicherpunkt gehen will. Oh, du bringst scheinbar mehr als 10 Energie. Wahrscheinlich 20. Aber dadurch. Okay. Sieht interessant aus. Natürlich ist da nichts.
Ja, mit genug Schwung kommen wir darüber, ohne auf das Ding zu warten. So. Okay, vorher, nee, da kann man nicht durch, okay. Wo sind wir hier denn? Ich check erstmal die Gänge ab, bevor wir den Fahrstuhl aktivieren. Ich weiß nicht, ob sich der Fahrstuhl aktiviert, wenn man die alle gekillt hat. Oder ob das damit nichts zu tun hat. Diese Wandverzierung aus Cordit weist kleinere Risse auf. Okay, heißt das so? Scheinbar nicht. Ich denke, wir brauchen dafür was anderes. Keine Ahnung was, aber wir brauchen wohl was anderes dafür. Von den Rüben Konweis ist dieser Weg hier noch neu. Okay, ich sehe, was hier getan werden muss. Upgrade. Komme ich selber nicht rein. Komme ich so auch nicht rein. Komme ich so auch nicht rein. Komme ich so auch nicht rein. Die einzige Seite, die auffälliger ist. Okay, erstmal lesen. Ein neuer Eintrag wurde in der Datenbank Shoso vorgenommen. Okay, gucken wir uns gleich an. Das ist das einzig Auffälligere. Da oben ist ein Loch. Das heißt, wenn wir das runtergedreht bekommen, könnten wir da reingehen als Ball. Und dann von da oben runterrollen. Lesen wir uns mal kurz durch, was wir da gefunden haben. Läuterung. Die wellennegative Energie, die der Meteorit, Meteorit, nicht Metroid, über uns gebracht hat, übersteigen unsere schlimmsten Befürchtungen. Wir Shoso haben bis jetzt nicht vermocht, ein Mittel gegen die große Seuche zu finden. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir sie nur versiegeln und auf den Tag warten, den eine Macht erscheint, die das Übel läutern kann. Es ist jedoch schon nicht mehr möglich, alle Teile der großen Seuche einzusammeln, denn sie hat sich tief in unseren Planeten eingefressen, wo sie sich immer weiter verhärtet. Die große Seuche. Was auch immer das ist. Ich denke mal, wir werden es früher oder später erfahren. Kommen wir an diesen Energietank. Okay, warum geht es hier ganz wieder zum Anfang zurück? Kann für mich eigentlich nur bedeuten, dass der Fahrstuhl, den wir da ganz hinten gesehen haben, aktuell nicht zugänglich ist. Oder man geht den Weg, wenn man mit dem Fahrstuhl fertig ist, um wieder zurückzukommen. Na, wir sind aber rein. Zu den nördlichen Höhen von Magmor genehmigt. Okay.
die nördlichen Höhen von Magmo, die schauen wir uns in dem nächsten Part an. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, schaut beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.